Hey Leute, ich bin gerade dabei, die gesamte Resident Evil Serie noch einmal live im Stream zu spielen. Das mache ich momentan mehrfach die Woche. Kommt einfach gerne vorbei, twitch.tv/speckobst. Falls ihr die einzelnen Streams nachholen wollt, dann könnt ihr das auf meinem Stream-Archive-Kanal machen. Wann ich jeweils in den Wochen streame, könnt ihr auf meinem Twitter, auf dem Stream-Archive-Kanal oder in meinem Discord jederzeit nachlesen oder indem ihr direkt auf Twitch gebt. Da habe ich dann auch meine Timeslots eingetragen. Und im Zuge dieser neuen Playthroughs mache ich jetzt auch Reviews zu der gesamten Serie. Und am Abschluss, am Ende, wird es nochmal ein gesamtes, riesiges Ranking geben. Das Ganze mache ich vor allem deswegen, also nicht nur, weil es mir Spaß bereitet und ich Interesse daran habe, die ganze Serie nochmal durchzuspielen, sondern weil ich live in den Streams auch Geld sammle, um mir endlich einen neuen PC zu holen, mit dem es dann auch machbar ist, gewisse Dinge, gewisse Projekte zu stemmen, die vorher nicht wirklich machbar waren, auch gewisse, das Footage endlich auf dem PC ordentlich aufzuzeichnen, was ich nicht wirklich kann, die Streams zu verbessern und auch zum Beispiel endlich mal Videos zu DS-Titeln, 3DS-Titeln zu machen, dass ich die ordentlich mit meiner Capture-Karte dann auch dort aufnehmen kann. Das heißt, falls ihr vielleicht schon mal immer einen kleinen Obolus oder so abgeben wolltet für meine Arbeit, ihr habt jetzt kein Interesse dran, so ein monatliches Ding bei Patreon oder bei Steady, das ist nicht so euers, ich wollte einfach nur mal hier Danke sagen und 2-3 Euro da lassen, dann könnt ihr das entweder während den Streams oder ich habe unten den Donation-Link auch reingepackt. Das wird dann zu dem Gesamtziel hinzugerechnet und zwischendurch habe ich immer kleine Spendenziele, bei denen ich dann diverse Spin-Offs der Reihe spiele. Also zum Beispiel habe ich jetzt schon Resident Evil Gaiden durchgespielt und da wird es dann nächste Woche auch endlich ein Video zu geben. Also schaut mal gerne vorbei. Wie gesagt, die Aufzeichnung findet ihr auf dem Stream-Archive-Kanal und jetzt soll es losgehen mit der Review zu Resident Evil Evil 7 Biohazard. Bei keinem Titel der gesamten Resident Evil-Reihe hat sich meine Meinung über die Jahre so sehr gewandelt wie bei Resident Evil 7. Denn als das Spiel damals erschien, als es zu Beginn 2017 rauskam, da war die Serie an einem ganz anderen Punkt. Da war auch ehrlich gesagt Capcom an einem ganz anderen Punkt. Sie kam ja aus ihrer schwarzen Phase, so diese Dark Ages, hervor, in denen sie sehr viele ihrer Titel versucht haben, an westliche Studios abzugeben, teilweise auch gefühlt an solche, die die Spiele wohl möglichst billig produzieren konnten. Und sehr viele davon sind nicht gerade gut angekommen, sehr viele davon haben sich auch nicht sonderlich gut verkauft. Und auch mit ihren Main-Franchises wussten sie teilweise nicht wirklich, was sie damit anfangen sollen. Resident Evil hatte sich mit Resident Evil 6 vollkommen verrannt, war ein überteuertes, katastrophales Ding geworden. Auch Sachen wie aus den Fighting Game Divisionen, so Street Fighter 5, war in der Community eine relativ große Enttäuschung. So bis auf Sachen wie Monster Hunter lief irgendwie alles nicht so richtig. Und dann kam Resident Evil 7, das ja im vorigen Jahr schon angekündigt wurde. Es gab ja dann auch eine Demo und das Ganze sollte das Franchise jetzt zwar nicht, es war kein Reboot im Sinne des Kanons, also auch Resident Evil 7 spielt irgendwie in dem Kanon der anderen Spiele danach angesiedelt, aber es sollten so gut es geht keine Legacy-Charaktere vorhanden sein. Das heißt, die einzige Person, die man wirklich sieht und die auch leider nicht besonders gut aussieht und deren Optik man im nächsten Teil Village direkt wieder angepasst hat, das war Chris Redfield. Ansonsten gab es nur noch mal hier und da kleine Anspielungen, vor allem auf Umbrella, aber die eigentliche Handlung des Spiels, der Protagonist Ethan Winters, der ist vollkommen neu. Alle anderen Personen, also auch seine Frau Mia oder diese gesamte Baker-Family, auf deren Grundstück man unterwegs ist, die gesamte Zeit des Spiels, das waren alles neue Figuren und es war der Wunsch, nicht nur spielerisch etwas Neues zu machen, sondern auch diese Handlung, dieses Setting, dass es sich vollkommen frisch anfühlt, dass es nochmal so eine Neustart für die Serie und an sich auch für Capcom sein sollte. Dass es für Capcom ein Neustart war, das denke ich, war ein gewisser Zufall. Es war ja auch der Start generell einer neuen Ära. Das war das erste Spiel, dass die
RE-Engine benutzte. Die alte Engine von Capcom, MT Framework, die wurde dann nach und nach abgelöst. So eines der letzten großen Spiele darauf war ja noch Monster Hunter World. Aber Resident Evil 7 war das erste Spiel dieser neuen RE-Engine, die nicht für Resident Evil steht. Ich dachte das auch jahrelang. RE steht für Resident Evil. Aber nein, wenn man sich das Logo ansieht, diese Hand vor dem Mond, RE-Engine steht für Reach for the Moon. Aber da kann mir keiner irgendwie weismachen, dass das RE nicht trotzdem gewählt ist für Resident Evil. Und dieses Spiel wurde symbolisch zu einem Neustart der ganzen Firma, wie ich das ja gerade gesagt habe. Und kehrte auch in gewissen Dingen, ne? Manche Sachen wurden sehr neu gemacht, die Ego-Perspektive. Es gab ja leider bis heute PlayStation 4 exklusiv. Die VR-Integration auf der PlayStation VR, der ersten, ist ja auch nicht abwärtskompatibel auf der zweiten. Keine Möglichkeit, außerhalb von irgendwelchen Tricks-Shenanigans das Ganze am PC zu spielen. Das war vollkommen neu, aber dennoch ging es in gerade, was die Struktur betraf, was auch gewisse Gameplay-Elemente betraf, da kehrte man zu alten Stärken zurück. Ne? Nachdem sich dann die Reihe ab Resident Evil 4 und damit 5 und vor allem 6 immer mehr in eine Action-Richtung bewegte, immer mehr zu einem Action-Titel mit leichten Horror-Elementen oder mehr so einer Horror-Tapete, so einem Skin, den man sich anzieht. In die Richtung zu entwickeln, war Resident Evil 7 wieder ein Survival-Horror-Spiel. Das ist ein Titel, der sich jetzt nicht nur von seiner Atmosphäre, ne, und dazu hatte ja auch die Ego-Perspektive gepasst, dazu hatte auch dann der, zumindest auf der PlayStation 4, der Fokus auf VR gepasst, aber auch im Gameplay hatte es da wieder zugepasst. Du hattest ein limitiertes Inventar, du hattest feste Speicherpunkte. Ja, es gab dann auch noch normale Continues, die man auswählen konnte, aber zum Beispiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, auf dem Madhouse Difficulty, da braucht man tatsächlich Tapes. Da gibt es eine limitierte Speicheranzahl. Also das war zumindest in gewisser Form zurück. Es gab klassische Elemente wie das Heilkraut, das man auch kombinieren konnte. Jetzt nur etwas erweitert, auch nochmal neu interpretiert. Wir hatten ja schon in vorigen Spielen, Resident Evil 3 hatte das ja eingeführt, dass man schon gewisse Elemente kombinieren konnte, um Munition herzustellen. Und jetzt in 7 wurde versucht, das Ganze so zu kombinieren, dass du dann, hey, du hast hier das Gunpowder und wenn du das mit den Chemicals benutzt, dann kannst du daraus Munition kreieren. Aber wenn du die Kräuter mit dem Chemical benutzt, dann kannst du daraus Heiltränke kreieren, sodass vor allem diese Chemicals, diese gelben und roten Chemiesäcke zu einer sehr wichtigen Ressource wurden und du dann immer gucken musstest, setze ich das Ganze für Heilmittel ein oder setze ich das Ganze für Munition ein. Und das, fand ich, war damals so ein Schritt, den ich nicht hab kommen sehen. Also ich war wirklich, ich meine, ich wusste davon, dass das Spiel in eine etwas stärkere Horrorrichtung wieder gehen wollte. Ich habe tatsächlich 2015 in einem Gespräch mit Capcom-Marketing-Leuten davon erfahren. Ich dachte zuerst, die wollten mich verarschen. Also ich meine, das war auch bei einem Gespräch abends bei ein paar Bierchen und habe generell so ein paar absurde Stories aus der Capcom-Historie erfahren. Aber als sie mir dann erzählten von diesem ersten Trailer, den man ihnen intern gezeigt hat, und erneut, das war Anfang 2015. Das war über ein Jahr vor der Ankündigung. Das war fast 2 Jahre vor dem Release. Da hatten sie mir schon so freudig davon erzählt und dass es in eine sehr viel stärkere Horrorrichtung gehen soll. Aber ich wusste natürlich nicht, dass es dann tatsächlich das klassische Survival-Horror-Gameplay wieder geben würde. Weil ich hatte dann immer noch die Sorge, versuchen sie jetzt auch in so eine Silent Hills PT-Richtung zu gehen? Versuchen sie den Indie-Bereich mit Spielen wie Amnesia zu kopieren? Dass es jetzt kein wirkliches Kampfsystem mehr gibt? Dass es jetzt kein Resource-Item-Management mehr gibt und man die ganze Zeit nur irgendwie wegläuft? Und als ich dann die Demo gespielt habe und sah, oh, da ist aber Inventarmanagement. Also es war jetzt nicht in der Demo so, dass man großartig Ressourcen gesammelt hat, aber durch das Inventar selber konnte man schon erahnen, da wird es solche Elemente geben. Ich hatte ja dann auch in 2016 ein Video zu dieser Resident Evil 7 Demo gemacht und auch nochmal gemeint, oh ja, das zeigt, dass das wieder in den klassischen Survival-Horror geht. Und als es dann 2017 rauskam und ich das gespielt habe, ich hatte meine Probleme mit dem Spiel. Ne? Gerade so die zweite Hälfte, dass wenn du den dritten Kampf gegen Jack geführt hast, dich für so eine Nonsensentscheidung
da treffen musst. Oh, Mia oder Zoe, was am Ende vollkommen egal ist. Also ja, du kriegst eins von beiden Enden, aber relativ egal. Und dann hast du das eine, was das Kanon-Good-Ende und das andere, was das Bad-Ende ist. Und spielerisch passiert aber ansonsten nichts. Und ab diesem Zeitpunkt, alles, was auf dem Schiff ist, alles, was dann in dieser Salzmine passiert, das fand ich damals schon relativ blur. Und auch gewisse Elemente hatte ich das Gefühl, ja, das ist grundlegend, finde ich das wieder einen guten Ansatz, finde ich das wieder eine richtige Richtung, aber das ist noch sehr stark ausbaufähig. Aber weil ich so etwas nicht mehr gewohnt war, weil ich wirklich davon fasziniert war und mich gefreut habe, oh mein Gott, Resident Evil, we are so back, das ist endlich wieder Survival Horror. Vielleicht nicht in der Form, die ich präferiere, aber zumindest wieder klassischer Survival Horror. Und deswegen stand ich dem Titel damals sehr, sehr positiv gegenüber, trotz meiner vielen Probleme, trotz dieser Schwächen, die ich da gesehen habe. Und hätte, ich glaube, Resident Evil 7, als es damals rausgekommen ist, war es so, ah, das ist so eine 7-8 auf meiner persönlichen Skala. Und dann verging eine gewisse Zeit, ich habe es auch nicht mehr großartig gespielt, hier und da vielleicht nochmal was angefangen, hier und da noch irgend so eine DLC-Episode gespielt, gerade dann, als dieser Not a Hero DLC rauskam, der für alle kostenlos war. Das End of Zoe war auch eine sehr coole Möglichkeit, die Gameplay-Mechaniken noch einmal etwas zu rekontextualisieren, umzuformulieren, gerade was die Kämpfe betraf. Aber das Hauptspiel habe ich nicht mehr wirklich angefasst. Ich habe hier und da mal Videos dazu gesehen oder auch anderen Leuten bei Livestreams zugeschaut. Aber mein nächster Playthrough kam dann nach Resident Evil 2 Remake. Und gerade zu einer Zeit, wo ich Resident Evil 2 Remake sehr, sehr intensiv gespielt habe, kurz vor dem Release von dem Remake zu Teil 3. Und dann war ich bei einem Kumpel und war auch so, hey, ich will dir eigentlich mal so die aktuellen Resident Evil Teile zeigen und habe dann bei ihm erstmal, ich war sowieso schnell drin, also konnte ich in so 2-3 Stunden problemlos ihm einmal Resident Evil 2 Remake zeigen, zumindest den Verlauf mit Leon. Und dann haben wir Resident Evil 7 angeschmissen und das nochmal durchgespielt. Und da habe ich dann wirklich gedacht, Alter, ich hasse dieses Spiel. Oh mein Gott, ne? Gerade im Vergleich zu dem 2er, wo auch das, ich fand das Waffengefühl, das Handling, die Hit-Reactions der Gegner und natürlich auch das ganze Level-Design, die Planung und diese klassischen Survival-Horror-Elemente, was nehme ich jetzt mit? Da waren dann auch Systeme, die in 7 eingeführt wurden oder zumindest noch einmal eingeführt wurden. Ich hatte das ja gerade gesagt mit dem Basteln der Ressourcen. Das fand ich, war dann in 2 wieder deutlich besser ausgeführt und auch eine tightere Kampagne, die wirklich von vorne bis hinten gut funktioniert, ohne einen Punkt, bei dem ich sage, boah, das ist aber vollkommener, also jetzt vielleicht die Stelle, bei der du mit Ada die diese Hacker-Pistole benutzen musst. So, das kannst du theoretisch rausstreichen, aber ansonsten ist alles fein in dem Spiel. Und dann sind wir zu 7 rübergegangen und es war direkt wieder so dieser Jank da. So alle Szenen mit Jack, du bist aus der Ego-Perspektive, du kannst relativ schwer abschätzen, wie groß die Hitboxen sind, wie groß die Reichweite von bestimmten Angriffen ist. Dann in einigen Situationen, gerade den Bosskämpfen, wenn du dann nicht mehr wusstest, wie das genau funktioniert, was am besten die Abfolge von Aktionen ist, die du tätigen sollst, dann hattest du auch mal einen Moment, wo du hast das Gefühl, oh mein Gott, das Spiel bullshittet mich jetzt gerade. Und obwohl ich immer noch Spaß hatte an gewissen Elementen, dadurch, dass ich auch schon wusste, wie schlecht dieser letzte Teil ist, dieses letzte Drittel, habe ich mich schon darauf eingestellt und war auch beim Spielen die ganze Zeit sehr negativ, sehr schlecht gelaunt und wollte es nur noch durchhaben. Und als ich es dann durchgespielt habe, ich habe auch damals, das könnt ihr euch noch gerne anhören, ich habe damals auf dem Patreon dann eine Review dazu gemacht, also nochmal meine aktuelle Meinung wiedergegeben. Das heißt, da diese Zeitkapsel ist noch vorhanden, das könnt ihr euch gerne anhören. Das ist für alle, die mindestens ab dem 3-Euro-Tier dort hinzutreten. Ich werde das Ganze auch unten verlinken in der Beschreibung, falls ihr draufklicken wollt, um dann diesen Vergleich hierzu zu hören. Und in dem Moment war ich wirklich, Alter, das ist jetzt keine 7 oder 8 mehr, das ist eher eine 3 oder eine 4. Also, schon sehr, sehr stark unterdurchschnittlich. Und jetzt, wieder ein paar Jahre später, also das war ja zum Release von Resident Evil 3 Remake, das muss Anfang 2020 gewesen sein. Na, also da sind zwischen diesen Playthroughs erst einmal 3 Jahre vergangen und jetzt zu dem neuesten, den ich vergangene Woche im Livestream getätigt habe, da sind jetzt noch einmal 4 Jahre vergangen und es sind weitere Resident Evil Spiele rausgekommen. Wir hatten ja das Remake zum 3er, wir hatten das Remake zum 4er und wir hatten auch Resident Evil Village, ein Spiel, da hatte ich damals auf meinem Hauptkanal ein Video zu gemacht,
gemacht, eine sehr ausführliche Review, falls ihr euch die ansehen wollt. Auch dazu, zu diesen ganzen Spielen, die ich auch genannt habe, wird es die kommenden Wochen auch weitere Videos geben. Das heißt, falls ihr jetzt auch hier neu sein solltet oder nicht abonniert habt den Kanal, kann ich euch das nur empfehlen. Uns wird dieses Projekt die nächsten, ja, ich glaube, 6 Monate im besten Fall, wenn ich dazu komme, alle Spin-Offs zu spielen, dann werden das hier knapp 25 Reviews werden zu den ganzen Resident Evil Mainline-Titeln und den Spin-Offs. Also, was gibt es denn einen besseren Zeitpunkt, als hier dann auch dabei zu bleiben? Und ich habe dann auf dem Hauptkanal die Review zu Village gemacht, war da auch sehr negativ eingestellt. Auch da bin ich gespannt, wie ich das Spiel heutzutage finde. Und vieles davon hat nochmal meine Erlebnisse mit Resident Evil 7 rekontextualisiert. Und ich hatte dann Zeit, mir auch nochmal ein paar Gedanken zu machen und mich auf das Ganze besser einzustellen. Und jetzt hatte ich meinen neuesten Durchgang im Stream und die Meinung hat sich schon wieder geändert. Das ist jetzt nicht so, das wäre jetzt, oh mein Gott, damals eine 7 oder eine 8 von 10, danach irgendwie eine 3 oder eine 4. Wo ist er jetzt gelandet? Bin ich wieder auf einer 7 oder einer 8? Bin ich sogar daran vorbeigeschossen? Ist Resident Evil 7 für mich auf einmal eines der besten Spiele aller Zeiten oder zumindest eines der besten Resident Evil Spiele aller Zeiten? Und er so, nein, ich bin irgendwo dazwischen gelandet, dass das Spiel für mich jetzt so eine 5, 6 von 10 ist. Oder eher gesagt, wenn man auf meinen Backlog geht, dann habe ich da, glaube ich, eine 2,5 Sterne von 5 gegeben. Also eine 5 von 10. Und ich glaube, da wird es jetzt auch die nächste Zeit bleiben. Ich kann vielleicht, dass es nochmal einen Punkt hochgeht, dass es näher an einer 6 als an einer 4. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mit einer gewissen anderen Einstellung dann dran gegangen bin und auch viele Dinge vielleicht nochmal ein bisschen besser wertschätzen konnte. Oder zumindest, ich glaube, das ist eher der Fall, die Dinge, die mich vorher so aufgeregt haben, jetzt besser darauf vorbereitet war, weil ich auch schon wusste, dass sie mich beim letzten Mal gestört haben. Aber das große, übergreifende Problem, also ich hatte ja es gibt mehrere Probleme, die ich mit dem Spiel habe, fangen wir am besten dort an. Und eine Sache hatte ich ja vergangenes Jahr in einem separaten Video nochmal besprochen, also das größte Problem von modernen Survival-Horror-Spielen. Da ist auch Jack und die Pistole frontal in der Thumbnail zu sehen, könnt ihr euch das gerne anhören. Aber es ist grundlegend diese Problematik, dass ja frühere Survival-Horror-Spiele gut mit den Limitierungen gearbeitet haben. Ich meine jetzt nicht mit den technischen Limitierungen auch, sondern gerade auch mit den Steuerungslimitierungen. Also die Limitierung auch der Perspektive sehr geholfen hat. Dass ja in einem klassischen Resident Evil alleine die Kameraführung und die Tank Controls dafür gesorgt haben, dass du nicht rein overpowered durch das ganze Spiel gelaufen bist. Aber die Steuerung war dennoch präzise und sehr responsiv. Also gerade Resident Evil ist schon ein mathematisch akkurates Spiel in seiner Steuerung. Du kannst deine Gedanken 1:1 übertragen, wenn du das ganze System mal so ein bisschen verinnerlicht hast und auch dich nicht versuchst, irgendwie dagegen zu stellen. Aber alle Aktionen werden perfekt ausgeführt. Du hast auch einen, zumindest wenn du jetzt nicht die NTSC-US-Fassung von Resident Evil 1 spielst, dann hast du auch bei den alten Titeln tatsächlich einen Lock-on. Es ist kein Problem, die Gegner zu treffen. Du hast eine relativ leichte Zeit mit dem Spiel, wenn du dich auf diese einzelnen Systeme einlässt. Das heißt, die eigentlichen Mechaniken sind zwar limitiert, aber in dieser Limitation kannst du dich vollkommen frei und perfekt bewegen, ohne dass es irgendwie eine Verzögerung gibt oder irgendwie eine Ungenauigkeit oder eine Schwammigkeit. Und die modernen Spiele, wie ein Resident Evil 7, machen das genaue Gegenteil. Das heißt, du hast eigentlich eine sehr große Freiheit. Es spielt sich wie ein ganz normales First-Person-Spiel. Du spielst es aus der Ego-Perspektive, du kannst dich frei bewegen, du kannst frei schießen, du kannst beim Gehen schießen, du kannst dich ducken, wenn du das möchtest, du kannst laufen. Alles Funktionen, die es auch in sonstigen Spielen gibt. Und damit man nun diese Herausforderung etwas zurückbringt, ohne es gleich wieder in einen Action-Titel zu machen, bei dem dann 20 verschiedene Gegner aus allen Richtungen auf dich draufgehen, wird diese Genauigkeit zurückgefahren, wird die Geschwindigkeit sehr stark limitiert, dass du dadurch eher mit den verschiedenen Systemen kämpfen musst, dass auch die Gegner nicht mehr so deutlich auf die Schüsse reagieren, weil das war auch eine Sache, selbst in klassischen Resident Evil Teilen, wenn du auf die Gegner geschossen hast, dann haben sie jedes Mal gezuckt. Wenn du eine Waffe wie den Granatwerfer benutzt hast oder einfach nur die Schrotflinte, dann sind sie auch zurückgewichen oder es war relativ, gerade ab dem zweiten Teil hast du dann wirklich auch einen Knockback bei den Gegnern ausgelöst, der keinem Zufallsprinzip
Prinzip unterlag. Und das ist eine Sache, die hier so unberechenbar ist, dass wenn du, selbst wenn du Headshot after Headshot, also Headshot nach Headshot auf einen Gegner draufballerst, kannst nicht damit rechnen, dass jedes Mal der Gegner stehen bleibt oder kurz zuckt oder dass irgendetwas passiert. Dass er teilweise, vor allem auf diese ganzen Schimmelmonster, manchmal auch gar keine Reaktion kommt und du nicht wirklich damit arbeiten kannst und mehr raten musst, was als nächstes passiert, außer du setzt dann die stärksten Waffen im Spiel ein. Und das ist eine Form der Ungenauigkeit, die ich in 7 immer noch nicht mag. Also da bin ich immer noch kein Freund von und ich mag das auch nicht, gerade in den Verfolgungssequenzen mit Jack oder auch in dem ersten Bosskampf, diese Ungenauigkeit oder diese fragwürdigen Hitboxen zu haben. Dass ich auch in dem ersten Kampf gegen Mir, der seltsamerweise auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad der schwerste Boss im gesamten Spiel ist, einfach weil du so wenige Ressourcen hast und kaum daneben schießen darfst am Anfang. Also ich glaube, wenn du auf Madhouse Difficulty spielst mit den ganz normalen Waffen, also mit der ganz normalen Pistole, du hast jetzt nicht irgendwie diese Kreissäge oder sowas freigeschaltet, dann darfst du, glaube ich, nur 2 oder 3 Schüsse von diesen insgesamt 24, 30, die du hast, darfst du daneben schießen und das meiste muss auch direkt in den Kopf reingeballert werden. Seltsames Balancing, aber auch wenn du vor ihr wegläufst, sie hat ja diese Kettensäge, auch da ist es sehr unberechenbar und schwer abzuschätzen, vor allem wenn sie hinter dir ist, wo sie sich gerade befindet. Und jetzt würden manche Leute wahrscheinlich dann sagen, aber hey, es ist ja ein Horrorspiel. Diese Ungenauigkeit oder auch solche seltsamen Hitboxen, die sollen dich dann überraschen, die sollen dir ein bisschen Angst machen. Und fair, wenn ihr euch so fühlt, für mich ist es nur aus einer rein spielerischen Perspektive ein gewisser RNG-Faktor oder eine gewisse Ungenauigkeit, die ich in diesem Genre nicht sehe oder auch nicht mag. Vor allem, weil es diese Ungenauigkeit zu Beginn nicht, die existierte dann nicht. So, selbst in einem Alone in the Dark, was jetzt mechanisch nicht wirklich ausgearbeitet ist, trotzdem eine gewisse Inspiration für das erste Resident Evil war, das hat das deutlich, deutlich besser umgesetzt. Aber selbst in dem allerersten Alone in the Dark war es weniger schwammig. Es war sperrig ohne Ende, aber es war weniger schwammig und du hattest weniger Ungenauigkeit, selbst als in einem Resident Evil 7. Und das sind so die Faktoren, die ich auf einer grundlegenden, spielerischen, kinästhetischen Ebene weiterhin nicht mag und wahrscheinlich auch nie mögen werde. Ich habe das Spiel in der Zwischenzeit auch mal auf dem PC ausprobiert, weil ich dachte, oh, mit Maus und Tastatur ist es vielleicht etwas präziser, aber das Gereine, die niedrige Geschwindigkeit, dass ja selbst wenn du vor Jack wegläufst, Ethan langsamer ist und außer du schaffst es dann noch schnell um eine Ecke zu kommen und er verliert die Sicht und du kannst um ein paar Ecken Türen gehen und die auch hinter dir zumachen. In einem geraden Gang wird Jack dich bekommen. Da kannst du nichts gegen machen. Der packt dich dann einfach. Und das sind so Aspekte, die es auch in den alten Teilen, selbst mit so einem Charakter wie einem Mr. X in Resident Evil 2, nicht gab. Wenn du vor denen warst, dann konntest du vor denen weglaufen. Die einzige Ausnahme waren vielleicht irgendwie, wenn Hunter einen Sprung gemacht hat, du wolltest an ihm vorbeigehen oder die Hunde haben dich gekriegt, die natürlich schneller gelaufen sind. Aber keine großen Verfolger, bei denen es dann diese Form der Panik heraus aus so einer Ungewissheit, Ungenauigkeit, dass du nicht genau abschätzen kannst, was das Spiel, zumindest die ersten Male, wenn du es oft genug gespielt hast oder du folgst gewissen Anweisungen, du folgst irgendwelchen Speedrun-Strategien, dann weißt du ganz genau, wenn ich diese Aktion genauso durchführen werde, dann schaffe ich das auch, dann komme ich da dran vorbei. Aber das ist etwas anderes, finde ich, als es die ersten Male selber zu spielen. Und gerade, vielleicht kann man dann dabei mal kurz bleiben, weil gerade dieser Anfangsmoment mit Jack Baker ist eine Sache, die ich aus einer so First Experience, also wenn du das als eine reine Horrorerfahrung nimmst, ne, und jetzt nicht versuchst, das Ganze aus einer rein spielerischen Perspektive zu betrachten, sondern alleine aus dieser ersten Erfahrung, dass du dann wirklich, oh mein Gott, du hast keine Ahnung, was passiert, und er läuft rum, du gehst den Weg entlang, dachtest, du hast ihn gerade ausgetrickst und dann bricht er durch die Wand durch. Das ist ja eine Sache, die ich zum Beispiel sehr frustrierend finde, weil er cheatet. So, ich habe zum Beispiel auch in meinem aktuellen Playthrough versucht, okay, ich locke ihn erst einmal zurück in das Wohnzimmer, dann war er in dem Wohnzimmer und ich bin schnell an ihm vorbeigelaufen und den Gang runter, er hatte mich nicht gesehen, aber trotzdem ist er dann aus der Wand rausgekommen. Und ich habe das extra auch nochmal überprüft, ich habe mir nochmal Videos angesehen von Leuten, die über so Boundary Breaks dann geschaut haben, wie funktioniert denn tatsächlich seine KI, was macht er denn im Hintergrund, und dann siehst du, ja, es
es gibt gewisse Trigger, bei denen teleportiert er sich einfach. Und das heißt, wenn du an dieser Wand vorbeiläufst und diese Wand ist noch nicht kaputt, dann bricht er da durch. Dann wird er, egal wo er vorher ist, egal ob seine KI weiß, wo du bist oder ob er irgendwie so einen letzten Punkt, an dem er dich gesehen hatte, ne, dieses Last Known Location. Das ist vollkommen egal, er teleportiert sich dahin und kommt aus der Wand raus. Natürlich, wenn du dann aus einer, okay, wir machen jetzt Speedrun-Perspektive, dann kannst du damit arbeiten und dann versuchst du, sein Verhalten und seine Trigger so zu manipulieren, dass du noch irgendwie schnell durchkommen kannst. Aber aus einer reinen, okay, wir versuchen das jetzt vielleicht so systemisch zu agieren, dass ich in einem neuen Playthrough das jedes Mal frei machen kann, dass ich eine gewisse Entscheidungsgewalt darüber habe, das existiert dadurch dann wesentlich weniger, zumal auch der Gang absichtlich sehr, sehr eng gehalten ist. Das Spiel ist, gerade diese Anfangsszene ist so gestaltet, dass es sich auf diesen Moment hinarbeiten will, dass sich das zwar organisch anfühlt beim ersten Mal und ich glaube, das ist bei den meisten Leuten passiert das auch so, bei mir ist das, am Anfang habe ich auch nicht, mein erster Playthrough habe ich nicht daran gedacht, dass er sich da irgendwie durchgemogelt hätte, für mich hat sich das vollkommen natürlich angefühlt. Es ist dann erst mit diesen weiteren Durchgängen, ne? Und gerade wenn du auch darauf aufbauen willst, ohne Schaden da durchzukommen oder ohne nochmal einen Speicherstand neu zu laden, dann werden solche Elemente relativ frustrierend. Gerade auch, weil der gesamte Anfang vom Spiel für das erneute Durchspielen, und an sich ist ja Resident Evil und sogar Resident Evil 7 ist ein Spiel, was mehrfach durchgespielt werden will. Du hast die höheren Schwierigkeitsgrade, du hast Items, die du freischalten kannst, du hast auch noch Collectibles in den Leveln zu finden, du hast verschiedene Challenge Runs, die das Spiel möchte, dass du sie erledigst, aber jedes Mal musst du dir zuerst diese Intro-Sequenz ansehen, ne? Und ich meine jetzt nicht einfach nur die Zwischensequenzen, die du überspringen kannst, sondern ich meine, du musst dann jedes Mal wieder auf das Bakerhaus zugehen, du musst jedes Mal erst den ganzen Kram unten finden, zu mir, diese Dialoge, aber alles, was in Echtzeit ist, kannst du nicht überspringen, alles, was keine Zwischensequenz ist, sondern sie ist dann in der Zelle, dann redet sie erstmal mit dir, dann musst du sie da rausholen, dann gehst du den ganzen Weg lang, oh, jetzt bist du in den Raum, wir müssen den Ausgang suchen, dann läufst du ein bisschen rum, bis der Trigger ausgeführt wird, danach gehst du weiter und auch da passiert sehr viel durch Trigger. Das heißt, wenn du zum Beispiel wie ich gerade bei dem aktuellen Playthrough, du wusstest noch ungefähr, ah okay, sie wird mich jetzt angreifen und dann fällt sie erstmal hin und dann steht sie aber auf und wir kämpfen nochmal gegeneinander und dann gehe ich raus und sie kommt hinten noch einmal unter der Treppe und greift mich an und schneidet mir den Arm ab, was ja an sich ein sehr cooles Visual ist. Also das ist ja auch etwas, womit du nicht rechnest. Du rechnest nicht damit, dass deinem Charakter gerade in einem Spiel aus der Ego-Perspektive der verdammte Arm abgetrennt wird, weil das normalerweise auch dazu führen würde, vor allem in so einem Survival-Horror-Spiel, dass dein Charakter dann keine Arm mehr haben wird. Und ja, vieles davon ist von Evil Dead inspiriert, das haben die Entwickler selber gesagt, aber ich habe jetzt nicht gedacht, okay, Ethan wird dann wie Ash Williams eine so eine Chainsaw, so eine Kettensäge auf seinen Stumpf irgendwie bekommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sein Arm nachher wieder dran getackert wird, dass du auch den Arm oder den Fuß abgetrennt bekommen kannst und dann musst du den physisch dich dahin bewegen, das greifen und wieder dran tackern. Warum das Ganze funktioniert, das ist ja dann im zweiten Teil, also im achten Teil in Village dann aufgelöst worden, was immer noch einer, ich will das jetzt an der Stelle gar nicht mal sagen, aber was wirklich einer der dümmsten Twists oder beziehungsweise Auflösungen der Videospielgeschichte ist. Also das ist bis heute noch etwas so Lustiges, vor allem wenn du dann noch einmal zu Resident Evil 7 zurückkehrst mit dem Wissen, was Ethan oder wer er eigentlich ist. Aber du hast dann diese ganzen Triggerpunkte, du weißt ungefähr, was passiert, aber du hast keine Ahnung mehr, wodurch es passiert. Und dadurch fängst du auch an, okay, ich weiß, dass ich eigentlich jetzt hier reingehe und das Spiel rechnet aber eher damit, dass ein Spieler, der keine Ahnung davon hat, was als nächstes passieren wird, oh, dann werden die Leute garantiert wieder zurückgehen, also setzen wir an der Stelle den Trigger, dass du zurück in den Gang gehst und dann passiert irgendwas. Aber als jemand, der weiß, dass vorne der Kampf stattfinden wird, suchst du dann da irgendwie rum. Und das Gleiche auch mit der Tür. Du denkst dir, ja, okay, jetzt kann ich doch eigentlich hier durchgehen. Nein, du musst erst den Gang zurücklaufen und dann klingelt das Telefon. Nicht, wenn du versuchst, aus dem Raum rauszukommen, sondern wenn du versuchst, wieder zurückzulaufen. Dann klingelt das Telefon. Das Gleiche ist zum Beispiel auch nach diesem ersten Jack-Encounter, also nicht nach dem Kampf, sondern nach dem Encounter vor dem ersten Bosskampf. Du brauchst ja ein Messer, um in die Garage reinzukommen. Und ich weiß noch, das Messer, das gibt dir der Polizist. Und der Polizist erscheint hier vorne neben der Garage an dem Fenster. Also den ersten Jack-Encounter überstanden, ans Fenster gegangen, nichts passiert. Und dann bin ich in die Garage, gehe nochmal zurück, nichts passiert. Okay, ich gehe nochmal in den Speicherraum, vielleicht klingelt das Telefon nochmal, habe ich das vergessen? Wieder zurück, nichts
nichts passiert. Das, was man machen muss, ist, dass du zu der komplett anderen Tür laufen musst, wo du dann später nach dem ersten Bosskampf dieses Resident Evil Schlüssel-Item, ne, irgend so eine Figur da einsetzen musst. Du musst an die Tür gehen, versuchen sie zu öffnen und erst dann wird der Trigger gesetzt, dass wenn du zurückgehst, jetzt erscheint der Polizist. Und das ist auch so eine Sache, warum ist das so festgelegt? Mach es doch getimed, dass wenn du aus der Tür rauskommst, nachdem du dieses erste Encounter bewerkstelligt hast, dann meldet sich der Polizist. Weil wenn du während des Encounters versuchst, die Tür zu öffnen, und ich glaube, da ist der Gedanke, dass bei Capcom, oh, die meisten Leute werden das versuchen, also setzen wir da den Trigger und wenn sie nachher aus dem ersten Speicherraum rauskommen, dann ist sofort der Polizist da. Ja, nur wenn ich das Spiel noch einmal spiele und ich weiß, dass die Tür hinten abgeschlossen ist, warum sollte ich dann so weit in den Gang gehen? Ich gehe dann nur bis zu dem Schlüssel, den ich brauche, um diese Luke zu öffnen in dem Zimmer neben der Küche. So, das sind so solche Sachen, wo ich dann das Gefühl habe, ah, das ist nicht ganz so, das könnte wesentlich besser, und das ist ja auch eine Sache, die dann vorher andere Titel nie getan haben auf diese Art und Weise, weil Resident Evil ja auch eigentlich immer eine Serie ist, bei der du hattest deine festen Ziele und ja, du hattest Dinge, die du erledigen musst. Du musst bestimmte Items holen, um irgendwo hinzugehen und irgendwas zu öffnen. Aber innerhalb dieser Limitation konntest du dich frei bewegen. Wenn du an ein Item drankommen kannst, dann kannst du das machen. Wenn du irgendwo einen Puzzle jetzt schon mal lösen kannst, auch wenn du vielleicht noch woanders schnell erstmal hingehen solltest, dann lässt sich das Spiel machen. Dann kannst du das eben schon bewerkstelligen. Da brauchst du nicht auf einen Trigger warten, bis irgendwo ein bestimmtes Item erscheint, bis irgendwo ein Telefon klingelt. Das passiert und du kannst dir auch gewisse Sequenzen dann ansehen oder nicht. So, wenn du bei Resident Evil 2 Remake am Anfang in das Polizeipräsidium gehst, da kannst du auch einfach sofort dann rechts entlang gehen. Du musst dir nicht erstmal gewisse Sequenzen du musst dir keine bestimmten Sachen ansehen, die für die Story, für diesen Verlauf, oder die Logik der Handlung irgendwie relevant wären. Und das ist eine Sache, die generell 7 nicht so gut macht, dass du immer an gewisse Triggerpunkte kommen musst in der Handlung, damit ein Charakter irgendwas macht. Und dadurch ist auch der Ablauf des Spiels sehr, sehr linear. Und das ist generell schon ein sehr lineares Spiel mit wenig Platz zum Erkunden. So, das ganze Spiel, und dazu kommen wir dann zu dem, ich weiß, dass ich momentan eher negativ darauf eingestellt bin, wir kommen noch zu ein paar Sachen, die ich mag, nur gerade diese negativen Punkte sind für mich eben die interessanteren Talking Points, deswegen fokussiere ich mich da gerade drauf. Und eine andere Sache, die ich auch schon damals als eine große Schwäche empfand, war, ja, es ist cool, dass es jetzt hier mit diesem Bakerhaus eine gewisse Form einer Resident Evil Mansion gibt. Und dass du ja auch verschiedene Schlüssel hast, ne? Im Gegensatz zu früher, oh, da hattest du den Helmschlüssel, den Schwertschlüssel, den Schildschlüssel. Jetzt hast du den Rabenschlüssel, den Schlangenschlüssel. Und das passt ja auch zu dem Setting des Spiels. So, ja, es ist immer noch vollkommen absurd, dass die Familie irgendwelche Türen hat, an denen tote Raben genagelt sind oder irgendwelche Schlangen genagelt sind. Aber innerhalb dieses Settings und wie durchgeknallt die ja sonst sind und wie auch ekelhaft das restliche Haus ausschaut, ja, irgendwo passt es dann schon und dann ist es auch thematisch gut eingebunden und du denkst dir, oh ja, das ist ja genauso wie früher, ich muss dann den Schlüssel holen und dann kann ich das machen und das machen und das machen. Nur, dass es hier wieder sehr linear ist, sehr wenige Orte gibt, die du gleichzeitig erkunden kannst oder die auch interessant sind zum Erkunden. Ja, wenn du später nochmal in das Haus zurückkommst, dann kannst du auch in die Räume gehen, in denen du vorher schon warst. Aber in diesen Räumen hast du bereits alles gemacht. Es gibt dann keine alten Räume, in die du zurückkehrst, wo du auf einmal etwas Neues machen kannst. Es ist nur, oh, jetzt habe ich den Schlangenschlüssel, also kann ich in die 2 Räume reingehen, die vorher verschlossen waren. Und dann kann ich da ein paar Items holen und dann gehe ich wieder zurück und dann war es das. Aber ich muss nicht nochmal das ganze Anwesen erkunden. Ich muss auch keine Items großartig hin und her tragen, mir überlegen, was nehme ich jetzt mit, auf welche Gegner könnte ich stoßen. Diese Überlegungen, die fehlen vollkommen. Und auch wenn du dann in die weiteren Gebiete gehst, dadurch, dass das Spiel so segmentiert ist, kannst du den Rest abhaken. Du gehst aus dem Bakerhaus raus, dann ist das abgehakt, beziehungsweise schon in dem Haus selber. Du hast den Abschnitt mit Jack und dann bist du in diesem westlichen Teil des Hauses.
Hauses, das kannst du abhaken. Das Einzige, was du machen musst, ist entweder jetzt oder später, nachdem du im Keller warst, dann dieses Gewicht für diese Großvateruhr wieder zurück ins Wohnzimmer bringen, damit du einen von diesen 3 Hundeköpfen kriegst, um aus dem Haus rauszugehen. Das ist das Einzige, was du nochmal machen musst, indem du in diesen Bereich zurückgehst. Mehr nicht, denn ansonsten ist der Teil vollkommen abgeschlossen. Dann musst du nach oben gehen in das Badezimmer, um diese Holzfigur zu holen, mit der du das Schattenrätsel löst, damit du dann in den Keller gehen kannst. Und alles, was du dann oben machst, ist vollkommen frei begehbar. Du hast keinerlei Gefahren, es sind keine Gegner da. Jack taucht auch erst auf, sobald du dieses Item aufnimmst. Das heißt, du kannst vorher alles looten und auch wieder zurückbringen an den Speicherpunkt, wenn du möchtest. Dann holst du das Item, läufst an Jack vorbei, löst das Rätsel, gehst in den nächsten Raum und dann war's das. Dann wird dich dieser Charakter nie wieder verfolgen. Also auch hier etwas, was sie sehr in den Vordergrund gestellt haben. Du hast eine Anfangssequenz, die stark limitiert ist, in der auch der Charakter cheatet, um gewisse Visuals, um gewisse Setpieces zu erzeugen, zu erzwingen. Du selber hast keine wirklich große Auswahl an Möglichkeiten, was du hier tust. Kannst, so spielerisch sowieso nicht. Du kannst nur vor ihm weglaufen und hoffen, dass er deine Fährte verliert, dass er dich dann nicht mehr erkennt und sieht, und das ist dann eine gewisse Form von Stealth-Gameplay. Das geht aber auch nur seine 2-3 Minuten, und danach taucht er erst auf, wenn du ein Item nimmst, und dann kannst du straight in der Linie zu dem Punkt laufen, an den du hin musst, das einsetzen, und dann war es das. Und da hast du dann auch keinerlei Gefahr mehr vor ihm, und anschließend wird er nie wieder als ein Stalker Gegner auftauchen. Das ist dann vollkommen egal. Du hast dann nur noch einmal später, dass vielleicht so 2-3 der normalen Gegner auch im oberen Teil des Hauses herumlaufen, wenn du mit dem Schlangenschlüssel zurückkommst und dann auch größtenteils nochmal vielleicht versuchst, irgendwelche optionalen Dinge zu machen, auch an denen ganz einfach in den meisten Fällen dran vorbeilaufen kannst. Aber dieser Abschnitt ist dann abgeschlossen. Du hast keinen Mental Load mehr dafür, du kannst das einfach abhaken und dann bist du im Keller, beziehungsweise du bist erstmal in diesem östlichen Teil des Hauses, wo du linear durch alle Räume einmal durchgehst. Auch da gibt es keine Abzweigungen. Du bist in diesem Hunting-Raum drin mit dem Kamin. Die Tür da vorne kannst du eh nicht aufmachen, weil du den Schlüssel nicht hast. Dann gehst du den ganz normalen linearen Weg weiter, triffst auf diesen ersten Schleimgegner, und dann kannst du auch nur, oh ja, vor der Treppe nach unten ist nochmal ein Raum daneben, wo der Speicherraum ist. Alles klar, okay. Und danach gehst du in den Keller, und der Keller ist auch nur ein kreisrunder Gang mit einem Raum in der Mitte und eine lineare Progression bis ans Ende durch. Du musst ein Rätsel lösen, was eines von ganz, ganz wenigen Puzzlen in dem Spiel tatsächlich ist, was ich sogar ganz cool finde in der Morgue unten, wo man dann die richtige Reihenfolge der Leichenschächte, wo man halt die Leichen da irgendwie unten bei der Bestattung da reinballert. Keine Ahnung, was der offizielle Name ist. Keine Ahnung, Wandsarg oder so. Und das war's. Und dann gehst du geradeaus weiter, geradeaus, und du hast keine Abzweigung, du hast keine großen optionalen Räume, du gehst einfach nur durch, schießt stupide auf die ganzen Feinde, die so schnell hintereinander kommen, dass es entweder anstrengend oder ermüdend wird. Also der Schock vor diesen Feinden geht ja auch vollkommen verloren, weil das Spiel dich so damit zuballert, dass es hintereinander, hier ist einer, 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 und du wirst es irgendwann leid. Also du kämpfst gegen die ersten Feinde, denkst du so, oh, okay, noch ein bisschen nur mit den Blocken üben, und spätestens wenn der 5. Gegner hintereinander kommt, dann denkst du dir doch auch so, okay, ich laufe jetzt einfach, dann batscht er mich halt einmal kurz in die linke Arschbacke und dann laufe ich aber zumindest durch weiter in den nächsten Raum. Aber es ist sehr linear. Und dann kommt der coolste Bosskampf des Spiels, ne, um was Positives zu nennen. Das ist wirklich einer der besten Resident Evil Bosse aller Zeiten, dieser zweite Jack-Kampf. Holy shit, ich liebe das so sehr, gerade wenn du weißt, was, weil das ist ein Kampf, da hast du Möglichkeiten, da kannst du so coolen Shit machen. Du hast diese, klar, du hast die zwei Phasen, dass du erstmal gegen ihn kämpfen musst, mit normalen Waffen, und er dann aber auch relativ langsam losrennt oder losgeht, damit es nicht in irgendeiner Form unfair wird. Aber schon da, du kannst ihn um diesen zentralen Block kiten, du hast die ganzen Säcke, die du nutzen kannst, um sie ihm ins Gesicht zu treten, damit er kurz gestunt wird, dann kannst du relativ leicht sogar Headshots bei ihm verpassen, und danach packt er die verdammte Kettensäge aus, du hast dann auch eine Kettensäge und du hast einen Kettensägenkampf nebeneinander. Du kannst weiterhin das Kiten benutzen, um diesen Stein in der Mitte, diesen, keine Ahnung was, Kamin, der da irgendwie ist. Und du kannst weiterhin auch die Säcke benutzen. Aber Jack kann diese auch kaputt machen, dass du sie dann nicht mehr da
dafür einsetzen kannst. Und er hat mehrere Attacken und einem davon kannst du sogar mit dem Ducken ausweichen. Das finde ich cool. Das ist ja eine Sache, die dann später sogar Resident Evil 4 Remake übernahm fürs reguläre Gameplay, dass das Ducken im Kampfsystem einen spielerischen Zweck hat. Dass wenn du siehst, oh, er holt gerade zum Angriff aus, zu dieser Schwungattacke, dann duckst du dich und es geht jedes Mal, solange du das einfach nur rechtzeitig machst, du musst dir keine Sorgen machen über Hitboxen, du musst dir keine Sorgen machen über den Abstand, egal wie nah oder weit du von ihm entfernt bist, solange du dich duckst, das Ding geht über deinen Kopf oben drüber und gibt dir sogar eine Trophäe, wenn du das erste Mal nah genug an ihm dran machst. Und auch da hast du dann die Möglichkeit, mit ihm mit der Kettensäge zu bekämpfen, dann wieder wegzugehen, auf seine Attacken zu achten, aber du musst dann trotzdem gucken, dass du die Kettensäge zwischendurch pausierst und vielleicht ein bisschen Abstand nimmst, damit sie ihre Power nicht verliert. Du hast dann so einen gelben blinkenden Knopf und einen leuchtenden Knopf und wenn der anfängt zu blinken, dann weißt du, ah, okay, das Ding überhitzt gleich und dann musst du das pausieren und erstmal kurz warten und das willst du nicht, wenn Jack gerade am Boden liegt und ihm du so Evil Dead 2 mäßig die Kettensäge in den Rücken rammen kannst. Das heißt, auch da musst du etwas drüber aufpassen und das Ganze ist trotzdem dann wieder so schnell vorbei, dass es auch zu keiner Zeit irgendwie ermüdend wird. Also ich liebe diesen Kampf ohne Ende, weil er so einzigartig ist, weil er eine komplett eigene Mechanik benutzt mit einer Kettensäge, die du ansonsten nie wieder bekommst im regulären Gameplay. Und es ist sehr gut durchdacht in den Möglichkeiten, die du hast. Und das ist ein Kontrast zu dem ersten Kampf in der Garage, wo ich auch wieder das Gefühl habe, es ging mehr darum, diese Vibes, diese Atmosphäre, diese Szenarien zu erzeugen, wie in dem Gang davor. Dass wenn du weißt, was du machst, dann ist der Kampf ziemlich langweilig, weil das Einzige, was du machen, und du musst nicht einmal auf ihn schießen, das Einzige, was du machen musst, ist den Schlüssel für das Auto nehmen, in das Auto reingehen, wenn er weit genug von dir weg ist, beziehungsweise auf der anderen Seite des Autos einfach steht, und dann fährst du ihn 2-3 Mal an, dann teleportiert er sich wieder weg, also man sieht, dass er auf den Boden gefallen ist und denkt, oh, was passiert jetzt? Sein Modell verschwindet aus dem Spiel und taucht einfach ein paar Sekunden später, ploppt er wieder auf dem Dach auf, aber du hast keine, du musst keine Waffe, du musst keine Munition einsetzen und dann hast du eine Sequenz, in der er, das sieht ziemlich cool aus, so ich liebe das, wenn er auch das Autodach abzieht, neben dir ist, so gerade diese Verrücktheit von ihm als, ne, so he's evil and he fucking loves it, das sind generell immer einer meiner Lieblings-Villain-Tropes, die es gibt und dann fängt er mit dir an, mit dem Auto da rumzufahren und versucht dich umzubringen, Baby-Driver-Manier, aber trifft sich dann selber und auch da, das Beste, was du machen kannst, ist einfach weggehen und warten, bis der Wagen explodiert und der Kampf an sich vorbei ist. So, du musst nicht einmal irgendwas machen, aber wenn du das nicht weißt, gerade beim ersten Mal oder auch dann bei einem erneuten Durchgang, bei mir war das jetzt auch der Fall, dass ich hatte noch so vage, dass du halt ins Auto gehen kannst, aber dann habe ich das gemacht, als er zu nah dran stand und dann ist er ins Auto gegangen und das ist auch super lustig, dass er dann anfängt, irgendwelche Burnouts zu machen und irgendwelche Donuts anfängt, in seiner Garage zu machen, während er rumschreit. Das ist super lustig, das ist eine super coole Szene. Spielerisch fühlt sich das aber vollkommen scheiße an, weil du dieses geringe Movement hast, die Hitboxen sind schwer zu sehen, seine Bewegungen sind schwer vorauszusehen und du kannst es kaum schaffen, diesem Wagen in irgendeiner Form noch auszuweichen und entweder gehst du drauf oder deine Ressourcen werden unnötigerweise reduziert. Ja, und das ist dieser Unterschied zwischen, wenn du weißt, was du machst, ist der Kampf vollkommen langweilig, du machst nichts Interessantes spielerisch versus du hast keine Ahnung, was du machst und im schlimmsten Fall verbrauchst du einfach nur irgendwelche Ressourcen, die nervig sind und hoffst, dass der Kampf gut aussieht, ne? Dass er irgendein bisschen Bullshit macht und du gerade so rauskommst aus der Situation, aber eben nicht stirbst. Und das ist etwas, was dann teilweise funktioniert in dem Durchgang und manchmal eher weniger. Und es ist so etwas glückabhängig dann davon, in welches Areal du reinfällst, ne? Oder wie intuitiv du mit der Situation umgehst. Aber sobald du weißt, was gemacht werden muss, ist es ein stupider, langweiliger Bosskampf, der eine verlängerte Zwischensequenz ist, die du nicht abbrechen kannst. Und das ist der zweite Teil eben überhaupt nicht. Das heißt, selbst wenn ich weiß, was ich machen muss, selbst wenn ich die optimale Spielweise kenne, auch dann läuft es jedes Mal ein bisschen anders ab. Dann ist es halt mehr wie so ein Resident Evil 4, wo ich auf die Angriffe von Jack agieren muss. Ich muss schauen, was er macht. Ich muss mich positionieren, um auch vorbereitet zu sein. Und dann ist es so ein bisschen back and forth. Und ich habe auch verschiedene Taktiken, die ich anwenden kann. Das ist wirklich super. Ich mag auch den letzten Kampf gegen ihn, was wieder was vollkommen anderes ist, wo du mit Waffen ausgedeckt bist und erst das riesige Monster
Monster und du musst es schaffen, an alle seine Schwachpunkte dran zu kommen und die kaputt schießen. Wo man normalerweise denkt, ja, einem Boss einfach alle Schwachpunkte zu zerstören, das ist doch relativ langweilig. Ne? Das ist doch so ein Zelda-Boss. Aber dadurch, dass er diese Punkte wirklich am ganzen Körper hat und du nicht nur um ihn auf einer horizontalen Ebene um ihn rumgehen musst, sondern du musst ja sogar entweder von oben oder auch noch von unten an ihn drankommen. Auch da hast du dann einen Raum, der zwei Ebenen hat, wo du auch runterfallen kannst, beispielsweise wieder hochzuklettern. Und du musst eigentlich zumindest einmal oben und zumindest einmal unten sein. Jetzt vielleicht auch da irgendwelche besseren Speedrun-Taktiken habe ich mir in dem Fall nicht angesehen, weil ich den Boss tatsächlich mag und jedes Mal einfach so frei Schnauze mache. Aber auch da, du hast eine vollkommen andere Form des Bosskampfes und die reine spielerische Interaktion macht Spaß. Es ist nicht nur ein stupider Ablauf von, ich mache jetzt genau das und das und das und das und das, sondern ich schaue, oh, ich gehe jetzt mal, versuche zuerst den Punkt anzugreifen oder basierend darauf, wie er sich bewegt, muss ich eine Entscheidung treffen. Wäre es jetzt besser, oben zu bleiben? Wäre es besser, runterzugehen? Gerade, was er für einen Angriff macht? Welche Waffe setze ich ein? Oh, daneben geschossen, habe ich noch genügend Munition im Granatwerfer? Sollte ich vielleicht lieber auf die Schrotflinte wechseln? Du musst nur, eine Kleinigkeit muss sich ändern im Kampf. Entweder basierend darauf, was Jack macht oder was du machst. Und der Kampf verläuft dynamisch anders. Und das ist eine Sache, die weder in dieser ersten Verfolgungssequenz wirklich passiert oder noch in diesem ersten Bosskampf. Und da zeigt sich für mich eben so, wie viel verschwendetes Potenzial da drin ist und wie es auch gerade bei weiteren Durchgängen du mehr einer stupiden Linie folgst. Und danach wird das Spiel nur noch linearer. Also dieser, ich mag immer den Moment, wenn du nach draußen kommst aus dem Haus und du hast Zoes Wohnwagen als Hubworld, weil das auch eine recht coole Idee ist und dass auch so ihr Zuhause dein Schutzort ist. Dass selbst wenn später in diesem Feld, in diesem Garten Gegner auftauchen, dass du in dem Wohnwagen immer sicher bist. Und auch hier hast du einige, oder was heißt einige, du hast zumindest so ein paar optionale Dinge, die du finden kannst. Du hast so einen versteckten Bereich unter dem Haus, den du reingehen kannst und dann liegt sogar ein Reparaturkit für eine kaputte Handfeuerwaffe, die in dem Wohnwagen liegt, die du dadurch sofort reparieren kannst. Das ist eine stärkere Handfeuerwaffe. Oh, du wurdest für deine Erkundung des Spiels tatsächlich belohnt. Auch die Münzen, die du einsetzen kannst, das finde ich ist eine so coole Idee, diese antiken Münzen, Collectibles, die überall verstreut sind, die dir tatsächlich einen spielerischen Vorteil geben und wo du auch bei weiteren Durchgängen belohnt wirst dafür, zu wissen, wo sie sind und wie du sie in einer optimalen Reihenfolge am besten holen kannst. Und das ist auf dem erhöhten Schwierigkeitsgrad, also auf dem maximalen Schwierigkeitsgrad, dem Madhouse Difficulty, dass dort die Münzen noch einmal anders verteilt sind. Das heißt, selbst wenn du aus dem normalen oder einfachen Durchgang weißt, wo die meisten oder zumindest genügend Münzen liegen, damit du dir einen Upgrade holen kannst oder eben auch die sehr starke Magnum besorgen kannst, dann musst du auf Madhouse noch einmal neu danach suchen. Das sind Sachen, die ich relativ cool finde. Auch einige der Unlock-Gegenstände, die du freischalten kannst, die finde ich relativ cool. Aber sehr schnell nach diesem Zoe-Abschnitt kommst du dann wieder bei Margaret in das Gebiet rein, was auch wieder super linear ist. Weil du hast das eine Gebiet auf der östlichen Seite ist zwar etwas, so du hast auch so eine Art kreisrunde Verbindung der Räume und kannst dann aussuchen, ob du links oder also quasi im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gehen willst. Aber gerade beim ersten Durchgang, bevor du den Flammenwerfer hast, um die Türen von so Spinnen zu befreien oder die Räume von diesen Insekten zu befreien, gibt es eigentlich auch nur einen sehr, sehr deutlichen, optimalen Weg. Und selbst wenn dann nachher Margaret nochmal kurz eingeführt wird, sie ist ja kein Stalker-Enemy, aber wenn sie dich sieht, dann läuft sie hinter dir her. Da ist zumindest cool, dass du tatsächlich die Option hast, Ressourcen einzusetzen, um sie zu verscheuchen. Also du kannst dann auf sie schießen. Das ist bei Jack zumindest mit denen, ich weiß nicht, ob das nachher in New Game Plus, wenn du alles mögliche an Kram hast, ob du das irgendwie machen kannst, aber mit den Ressourcen, die du machst, schaffst du es eigentlich nicht, beziehungsweise wäre es vollkommen unnötige Verschwendung. Ne? Aber bei Margaret so den Flammenwerfer einzusetzen, das ist dann schon eine relativ gute Entscheidung, die du tätigen kannst. Aber sie ist so langsam und der Abschnitt von ihr ist so klein und auch diese Zeitspanne, in der sie frei rumläuft, ist so gering von dem gesamten Gebiet, dass es auch hier wieder nur so 4-5 Minuten sind, in denen das passiert und der Abschnitt ist noch geringer. Du hast noch eine geringere Entscheidungsfreiheit. Es ist noch linearer aufgebaut als das Bakerhaus, was ja ohnehin schon stark segmentiert ist. Wo du immer, oh, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich nicht mehr dahin. Oh, jetzt war ich in dem oberen Abschnitt und habe dieses Holzteil geholt. Oh, jetzt habe ich das eigentlich abgehakt. Ich kann maximal nochmal für den
Also wenn ich später vorbeikommen muss oder für die Schrotflinte nochmal schnell hochgehen. Aber das war's. Und da gibt's keine Gefahren, da sind dann keine Gegner mehr. Da renne ich nur noch schnell hin, hol das Item und mach mich dann auf den Weg nach draußen. Das war's. Und auch bei Margaret ist es so, dass du da reingehst und dann, ja, du musst nochmal später aus dem Haus über einen anderen Weg den Bosskampf machen, damit du dann wieder zurückgehen kannst. Aber auch der Abschnitt ist dann wieder linear und wenn du zurückkommst, passiert auch nichts Neues. Und dann bist du in einem Segment, wo du nur dieser Geister-Evelyn hinterherläufst und das ist beim ersten Mal vielleicht noch ein bisschen atmosphärisch. Beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal ist es eine Forced Walking Sequence, durch die du durchläufst und auf dem Rückweg, guess what, denselben Gegnertyp, den du schon seit 5000, also den du die ganze Zeit bekämpft hast, der steht jetzt wieder vor der Tür. Ne? Generell sehr wenig Gegnervielfalt in dem Spiel und das auch die unterschiedlichen Typen. So, du hast die Normalgroßen, dann hast du die Normalgroßen, die noch so eine mutierte Hand haben und dann die Vierbeiner, die am Boden sind. Die sind spielerisch unterschiedlich, aber visuell sehen sie sich viel zu ähnlich und sind auch generell ein, finde ich, sehr, sehr langweiliges Design. Und nach dem Margaret-Abschnitt, so bei dem, da muss ich auch sagen, dass der Boss zwar etwas adaptiver ist, ne, dass er so ein bisschen mehr wie der dritte Jack-Kampf ist, aber sie keinerlei interessante Systeme hat. Ne? Es ist nicht diese verschiedenen Wundenpunkte und deswegen musst du an ihr rumgehen. Du hast jetzt nicht irgendwie einen Nahkampf mit Kettensägen, den du tätigst, sondern es ist ein ganz normaler Gegner, der reingelaufen kommt und dann schießt du auf ihn, bis der Gegner wegläuft und dann kommt er aus einem anderen Loch wieder raus und das wiederholt sich dann so lange, bis der Boss tot ist. Also auch da relativ so gerade im Vergleich zu Jack. Und dann gehst du nochmal zurück in das Haus, um wieder linear durchzulaufen. Du gehst nochmal durch den Keller, wo nochmal die gleichen Gegner auf dich warten. Ansonsten ist nichts anderes, was da passiert. Auch wenn du oben in dem Abschnitt bist, oh, dann sind jetzt auch nochmal zwei, drei Gegner da. Wirklich großartig was herausfinden musst du nicht. Du gehst dann auf die östliche Seite oben und auf die westliche Seite oben. Jeweils zwei Räume, wo ganz klar ist, dass du sie jetzt mit diesem Schlüssel aufmachen musst. Und dann machst du dort das jeweilige Puzzle erneut gut ist. Dann gehst du in Lucas Abschnitt rein, der ja auch da zumindest wieder eine gewisse Eigenart hat, dass du die Bomben hast, die verteilt sind, dass du dann auch diese Escape Room Saw-Falle hast, die ich tatsächlich ganz cool finde beim ersten Mal. Wenn du sie dann auf weiteren Durchgängen spielst, ist es auch eher so eine Forced Walking Sequence, eine gewisse Zeitverschwendung. Aber die Kämpfe sind wieder irrelevant. Du hast nur ganz wenige Gegner in seinem Abschnitt, die auch wieder die gleichen Fratzken sind, die du vorher getötet hast. Nur, dass du jetzt noch mehr Munition und mehr Waffen im Inventar besitzt, wodurch die Kämpfe einfacher werden. Und der Bosskampf ist dann nicht mal gegen ihn, sondern gegen so einen Left 4 Dead Bloater, der dich ankotzt. Und wenn du dich auf der Treppe oben hinstellst, dann schießt du einfach ein paar Runden aus dem Granatwerfer auf das Ding drauf und dann war es das. Dann ist der Abschnitt auch schon vorbei. Ne? Also, dass ja die ganzen Teile immer und immer kürzer werden. Die Zeit, die du im Bakerhaus verbringst, ist mehr als die Zeit, die du in dem komischen, keine Ahnung, Bootshaus, da, diesem Swamphaus bei Margaret verbringst. Und das ist noch deutlich mehr, als du es bei Lucas in der Area verbringst. Und danach bist du schon auf dem linearen Weg zum finalen Jack-Kampf, triffst diese sehr dämliche Entscheidung zwischen Mia und Zoe. Auch Mia, eine der schlimmsten Figuren in Resident Evil Geschichte aller Zeiten. Also ich habe auch dieses Mal bei dem Playthrough sofort Zoe das Gegenmittel gegeben, auch wenn das nichts bringt. Auch wenn du danach trotzdem, so du wählst Zoe und Mia bleibt eigentlich da, wird versteinert. Dann spielst du aber danach trotzdem Mia in der nächsten Sequenz. So, wofür war die Entscheidung dann da? Und auch das Ende ist dann relativ uninteressant, da passiert dann nichts. Wenn du halt Mia rettest, dann hast du sie noch am Ende im Helikopter und kriegst einen anderen Erfolg bzw. Trophäe freigeschaltet. Aber das war es, ne? Und danach, was hast du dann noch? Dann kommt halt der schlimmste Teil vom Spiel. Dann möchte dir der Titel, oh, wir nehmen dir jetzt diese ganzen Waffen und machen jetzt einen Stealth-Abschnitt, nur dass spielerisch nichts Neues hinzukommt, dass du auch wieder nur relativ linear durch dieses Schiff läufst, viel zu lange, viel zu oft an denselben Räumen vorbeilaufen musst. So, dann hast du diese Rückblende mit der Kamera, wo du dann Evelyn hinterherläufst und dann auch mal komplett nach unten in das Boot reingehst, nur um dann in der späteren Sequenz auch nochmal komplett nach unten bis zum Boot durchzugehen, ohne irgendwie ein interessantes Rätsel zu haben. Es kommen keine neuen Gegnertypen hinzu. Es ist zu diesem Zeitpunkt sehr langweilig. Das Coolste, was du noch kriegst, sind die Bomben, die du auf den Boden legen kannst, um Gegner zu sprengen. Oder wenn sie dich greifen, kannst du sie die benutzen, um dich fernzuhalten, wie so ein bisschen dieses Defensive-Item, die Granate aus Resident Evil Remake, wenn du Chris spielst. Aber das restliche Boot, und es sieht auch sehr langweilig aus. Ne? Es ist ja schon das vierte Spiel, was auf einem Boot spielt. Wir hatten Gaiden, wir hatten das vierte Resident
Resident Evil Gun Survivor, Dead Aim, und wir hatten Resident Evil Revelations. Und jetzt haben wir nochmal auf dem Boot und keine Ahnung, jedes Mal, wenn Resident Evil auf dem Boot ist, geht nicht so gut aus für die Serie, geht nicht so gut aus für die Spiele. Sollten wir vielleicht einfach mal lassen, irgendwelche Charaktere aus Resident Evil auf ein Boot zu zwingen. Weil es ist nur mit dieser Grütze voll, es ist nur mit diesem Schimmel, Schleim befüllt. Das ganze Ding sieht extremst langweilig aus. Also da habe ich selbst PS2-Tauchspiele wie Everblue, wenn du da in irgendeinen versunkenen Schiffswrack rumtauchst. Das sieht tausendmal interessanter aus als das, was hier dir präsentiert wird. Und danach wieder linear durchgehen. Oh, jetzt spielst du wieder Ethan, der auch eine komplette Schlaftablette ist. Und das ist auch eine Sache, ich kann dieses Argument, ja, der ist deswegen so langweilig, damit du dich besser in den hineinversetzen kannst. Wie soll ich mich denn in eine Figur besser hineinversetzen, die weniger Charakter hat? So, oh ja, ich habe, weißt du, was immer mein Problem ist in Filmen? Mich in eine Figur hineinzuversetzen, wenn sie stark charakterisiert ist, wenn sie nachvollziehbare Handlungen und Eigenschaften hat, dann habe ich immer ein riesiges Problem, mich in irgendwelche Figuren hineinzuversetzen. Nein, wenn sie möglichst langweilig sind und gar keine Persönlichkeit haben, dann ist es ziemlich einfach, eine Beziehung aufzubauen und mich da irgendwie hineinversetzen in die Situation. Nicht, wenn es tatsächlich irgendwie nahbar ist. So was ist, das werde ich nie verstehen. Und wenn, dann lass mich einen, wenn du das so weit treiben willst, dann lass Ethan komplett raus und gib mir einen Charakter, den ich selber erstellen kann. Weißt du, dann lass mich meinen Sonic OC machen, mit dem ich dann da durchlaufen kann, der mit Mia verheiratet ist oder sonst was. Und dann ist es zumindest irgendjemand, dessen Gesicht nicht versteckt werden muss. So, Capcom, wir wissen, wie dieser Mann aussieht. Ihr habt offizielle Render von ihm eingebaut, aber nein, als ob es ein Gag gewesen wäre, muss Ethans Gesicht jederzeit verdeckt bleiben. So, wenn der aus dem das Schiff, der Abschnitt beginnt, dann liegt er einfach mit dem Gesicht nach unten und wenn du ihn später findest, dann ist sein Gesicht noch zu sehen, aber alles oberhalb der Nase ist dann verdeckt, dass du die Augen nicht sehen kannst von ihm. Also das ist wirklich so ein Mumpitz und danach ist das Spiel, oh, scheinbar, das ist ein Resident Evil Teil, wir müssen das jetzt in einem Labor beenden lassen. Wo packen wir ein Labor ein? Baker-Residenz ist ja jetzt eh schon gewesen, weiß ich nicht, ob das da reinpassen würde. Oh ja, wir haben hier irgendwelche Salzminen in der Nähe und da sind dann noch Laborabschnitte drin. Ach ja, übrigens, die Salzmine ist noch linearer als die linearsten Abschnitte davor. Du kämpfst wieder nur gegen die gleichen Gegner. Nichts Neues kommt hinzu. Es kommt keine neue Waffe hinzu. Du machst einfach nochmal das Gleiche, was du die ganze Zeit schon getan hast. Es passiert nur nochmal am Ende, dass so ein bisschen Story zusammenkommt, dass du diesen Twist hast mit, oh ja, Evelyn, sie wird die ganze Zeit als Mädchen dargestellt, aber eigentlich ist sie ja in der Handlung dann rapide gealtert und war die Oma die ganze Zeit. Und das auch, wenn du das Spiel nochmal neu anfängst und dann findest du dieses erste Polaroid-Bild von der Oma und drehst es um und dann hinten ist dieses I-01 oder 10 oder so. Und dann, ah, das war schon Foreshadowing beziehungsweise ein früher Hinweis darauf, dass sie tatsächlich Evie ist und sich auch deswegen überall hin teleportieren kann. Das muss ich sagen, das ist ein ganz interessanter Kniff. Die Tatsache, was ja auch nachher noch für diesen Not a Hero DLC benutzt wird, dass Lukas tatsächlich sein Bewusstsein noch behalten hat und sich dann aber trotzdem mega gerne den Arm abschneiden lässt und in absolutem Filth lebt und irgendwelche Gedärme isst. Weiß ich auch nicht, was man sich damit großartig irgendwie gedacht hat, dass das war gefühlt nur da, um diesen DLC haben zu können, der auch von nicht Capcom intern gemacht wurde. Deswegen sah auch übrigens das Charaktermodell von Chris so scheiße aus, weil das auch nicht von intern von Capcom kam. Das ist, ich meine, das wäre das Studio gewesen, was vor kurzem das Silent Hill Short Message, wo ich auch ein Video hier auf dem Kanal zu habe, grauenhaftes Spiel, die haben sich darum gekümmert. Die haben dann auch diesen Not a Hero DLC gemacht. Da merkt man auch teilweise, dass vielleicht Capcom selber nicht das größte Vertrauen in dieses Spiel hatte, weil es fühlt sich jetzt auch an nach einem Titel, der gerade im Vergleich zu Resident Evil 6, was ja so das teuerste Spiel ist, was Capcom jemals gemacht hat, was vollkommen übertrieben war, eine gigantische Kampagne, also vier verschiedene Kampagnen mit noch einem Multiplayer-Modus, mit noch diesem Mercenaries-Modus, mit allen möglichen Dingen drin enthalten. 6 Millionen Leute von Capcom haben da irgendwie gearbeitet. Und dann 7er ist so, okay, wir versuchen einen Double-A-Titel, der dank unserer hervorragenden Engine und der artistischen Fähigkeiten des Teams tatsächlich rüberkommt, wie ein Triple-A-Spiel aus der, ich meine, hat auch geholfen, dass die 8. Konsolengeneration jetzt technisch jetzt nicht das beeindruckendste war, aber durch dieses Kleinhalten, durch die Tatsache, dass auch die Teams aufgesplittet wurden, dass sich dann Leute, du hattest ein Team, die haben das Baker House gemacht, du hast
einem Team, die haben diese Swamp Area gemacht, ein Team, die haben dann den Lucas-Abschnitt gemacht und eben auch das Ende. Sorgt natürlich auch dafür, dass alles so fragmentiert ist, dass alles so segmentiert ist, dass dieses Metroidvania-artige Gefühl eines Resident Evils, ne, gerade Sachen wie die Spencer Mansion, wie das Raccoon City Police Department, sowas kommt hier gar nicht rüber. Es hat mehr einen Aufbau wie einen Resident Evil 3, wo du hier einen Abschnitt hast und dann gehst du weiter und dann machst du den Abschnitt und dann gehst du weiter und es ist doch stärker wie ein Actionspiel vom Tempo her gehalten, nur dass es dann in seiner Kontrolle, in seinen Mechaniken und auch in dem Inventar das Ganze versucht, etwas zu reduzieren und zu entschlacken. Und gerade, und da werden wir auch dann in 2 Wochen drüber reden, nächste Woche kommt erstmal das Video zu Gaiden, freut euch drauf, dem Game Boy Color Spin-Off, was ich tatsächlich durchgespielt habe, beziehungsweise wenn ihr das Video hier später sehen solltet, dann sind viele von diesen Inhalten schon, ich werde das Ganze in eine Playlist reinpacken, dann könnt ihr das direkt das nächste Video anklicken nachher, aber da kommen wir dann zu und da finde ich auch, das ist eine Sache, die das zweite Remake wesentlich besser hinbekommen hat. Ja, vielleicht nochmal abschließend, ich könnte jetzt noch auf andere Elemente oder einzelne Situationen eingehen, wie dass der finale Bosskampf auch vollkommen scheiße ist und super langweilig und du einfach nur auf eine Tür drauf schießt und am Ende kriegst du nicht mal einen Raketenwerfer, so was ist das? Das ist Resident Evil, gib mir einen verdammten Raketenwerfer und nicht irgendwie eine Pistole mit einem Silencer vorne dran, aus dem ich irgendwelche Antidotes oder Gift oder sonst was irgendwie rausschieße. So, was ist das denn? So, Resident Evil endet damit, dass ich gegen irgendwelche Impfgegner kämpfe, keine Ahnung. Gib mir meinen fucking Raketenwerfer, lass mich das ganze Haus in die Luft jagen, lass mich die komplette Baker-Residenz mit meinen eigenen Händen in Schutt und Asche legen, durch eine gigantische Explosion. Das ist das, was Resident Evil eigentlich sein sollte zum Ende, wenn man auch versucht, gewisse andere Tropes noch rüberzubringen. Ne? Die ganze Chris-Geschichte, wissen wir auch, war nicht wirklich durchdacht. Generell alle Elemente, die aus den alten Spielen hinzugekommen sind, waren nicht wirklich durchdacht, auch wie Umbrella hier eingebaut ist. Ne? Ist okay, ist fein, finde ich, hat dann Village in manchen Punkten auch wieder versucht, gerade zu biegen. Wie gut das dann funktioniert hat, werden wir bei dem Video dort drauf eingehen. Aber grundlegend soll es das dann gewesen sein, dass ich vieles an dem Spiel, also das, was ich an dem Spiel mag, ist, dass es wieder versucht hat, etwas Eigenes zu sein, dass es keinem, ich meine, es ist gewissen Trends gefolgt mit diesen Verfolgungen von Jack, aber es war ja nicht das ganze Spiel und du hattest sehr coole Ideen, das Inventarmanagement, du hattest coole Ansätze mit auch den Items, die du verbinden konntest, dass du auch wieder gerade auf Madhouse Difficulty feste Speicherpunkte hast, für die du Ressourcen brauchst, dass du wieder die Itemkisten hattest, die miteinander verbunden waren, dass du verschiedenartige Schlüssel hattest, die mehrere Türen öffnen konnten, dass du auch verschiedene optionale Dinge versteckt hast, auch so Schätze, die du finden kannst, die dir, ne, die jetzt nicht notwendig sind, aber die dir in einem Playthrough helfen, gerade auch einem auf dem Madhouse Difficulty, dass sich da nochmal Sachen verändern, dass du wieder viele Dinge zum Freischalten hast, dass es wirklich richtig coole Bosskämpfe gibt, wie Jack den zweiten und auch den dritten Kampf. Und selbst wenn ich den ersten nicht wirklich mag, kann ich es zumindest aus einer Perspektive des allerersten Durchgangs, das ist nur für die Erfahrung, das ist nicht für den gut durchgeseinten Bosskampf, der auch bei dem 10. Mal spielen noch irgendwie Spaß macht, das ist für diese erste Erfahrung ausgelegt. Auch die Tatsache, dass ja Jack nie wirklich da ist, dass du nur ganz am Anfang dieses Segment hast und danach taucht er nochmal kurz auf, wenn du das eine Item aus der Badewanne nimmst und du kannst sofort weglaufen. Das weißt du beim ersten Mal ja nicht. Du weißt ja nicht, ob er nicht vielleicht schon die ganze Zeit da ist. Du weißt ja auch nicht, wo er auftaucht. Kann sein, dass du zuerst zu dieser Badewanne gehst und dann noch versuchst, andere Items aufzunehmen, während er noch da ist, weil du nicht weißt, dass sobald du in den Keller gehst und wieder hochkommst, er auch weg ist und dann in Ruhe die ganzen Sachen wiederholen kannst. Ne, da sind sehr viele Dinge, die für einen ersten Durchgang deutlich besser funktionieren, als für weitere Durchgänge. Ne? Also Resident Evil 7, finde ich, ist ein Spiel, was, ich finde es gut, dass du einen Wiederspielwert hast und ich finde auch cool, dass es so viele verschiedene DLCs gibt und so kleinere Mini-Challenges und auch den höheren Schwierigkeitsgrad, aber es ist im Gegensatz zu vielen anderen Titeln der Reihe kein Spiel, was ich jetzt unbedingt mehrfach die ganze Zeit durchspielen muss. Ne? Was, finde ich, bis auf
wenige Momente nicht von einem von diesem Wiederspielwert oder von der Tatsache, dass du es immer weiter erneut spielen kannst, profitiert. Ne, dafür gibt's dann zu viele langweilige Abschnitte, zu viele Sachen, die so Forced Walking Sequence sind, zu viele lineare Momente, für die dann die reinen Shooter-Mechaniken auch zu schwach sind, um wirklich Spaß zu machen. Ne? Gerade bei weiteren Durchgängen in der, ne, die Salzmine vor allem dann nochmal am Ende. Das sind so alles Punkte, die es letztendlich zurückhalten, wo ich dann sage, ich kann das aus der heutigen Perspektive immer noch nachvollziehen, dass ich Resident Evil 7 bei meinem ersten Durchgang diese 7, 8 von 10 gegeben habe. Und mittlerweile bin ich aber auch so weit, dass ich nicht mehr ganz so aggressiv da drauf schaue, weil ich auch dann einige Szenen mittlerweile besser verstehe und so restriktiv sie auch sind, weiß zumindest, wie ich da irgendwie ordentlich durchkomme. Aber dass es nie zu einem meiner Lieblings-Resident Evil-Teile wird. So, ich bin dankbar, was das Spiel geleistet hat für die Serie, dass es auch Capcom gezeigt hat, wieder in eine Survival-Horror-Richtung gehen zu können oder auch verschiedene Dinge zu machen. Wir haben ja mittlerweile unsere zwei verschiedenen Timelines mit den Hauptreihen und dann auch nochmal den Remakes und die machen ja auch unterschiedliche Sachen basierend auf dem Titel, auf dem sie basieren, dass ein Resident Evil 2 Remake andere Dinge macht als ein 3er Remake und ganz andere Dinge dann eben macht als ein Resident Evil 4er Remake und wenn es dann Remakes von 5, 6, Code Veronica, 0 oder 1 irgendwie nochmal geben sollte, dann werden die dementsprechend auch anders aufgebaut sein. Das ist ja auch eine Sache, die ich an der Serie liebe, dass sie so unterschiedlich sein kann, dass sie auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen funktionieren kann. Manchmal nicht funktioniert und dann rege ich mich auch gerne darüber auf. Freut euch schon mal auf die Review zu Revelations, wenn wir da kommen sollten. Das von mir meistgehasste Resident Evil. Ich will nicht sagen das schlechteste, aber definitiv das meistgehasste, was meine Erfahrung damit oder auch meine Meinung und Einstellung zu diesem Spiel betrifft. Aber das soll es jetzt gewesen sein in dieser Neubesprechung, Neu-Re-Evaluierung von Resident Evil 7, dem Einstieg dieses Marathons. Für Leute, die sich fragen, Björn, warum hast du mit 7 begonnen und nicht mit den klassischen ersten PlayStation 1 Teilen? Weil ich hauptsächlich diesen Neustart so interessant fand und den jetzt nochmal als allererstes frisch erleben wollte, weil ich da das Gefühl habe, dort ändern sich meine Meinungen wesentlich schneller als bei Spielen, die 20, 30 Jahre alt sind, die selbst ich jetzt vielleicht nicht seit Anfang an gespielt habe, aber zum Beispiel ein Remake und ein Resident Evil 4, die habe ich über die Jahre so oft durchgespielt, da werde ich jetzt keine großartigen Veränderungen in meiner Meinung zu diesen Spielen haben und ich glaube, das betrifft auch die ersten drei Teile auf der PlayStation 1 beispielsweise. Also die interessantesten werden noch Resident Evil 0 und Code Veronica sein, weil das die Titel sind, die ich am wenigsten gespielt habe. Aber bei den Spielen aus der neuen Ära, ne, beginnend eben mit Resident Evil 7, das sind Titel, die ich meistens nur zum Release gespielt habe. Zwar oftmals intensiv, wenn es um die Remakes geht, manchmal weniger intensiv, wenn es um diese neuen Titel geht, aber weil sich die Serie da noch am entwickeln ist, weil sich auch diese einzelnen Aspekte daraus am entwickeln sind, auch was die Story und Hintergründe betrifft, finde ich es so interessant, da noch jetzt erstmal im ersten Schritt drauf zu blicken. Klar, es kommen auch zwischendurch die Spin-Offs, je nachdem, was aus den ganzen Spendenmarathon, der im Hintergrund bei den Streams läuft. Ne, falls ihr die nachsehen wollt, ich habe das Ganze auf dem Stream-Archive-Kanal, Speckobst-Stream-Archive-Kanal, da sind die alle hochgeladen, da habe ich auch eine Playliste in chronologischer Reihenfolge mit allen Streams aus diesem langen Marathon. Je nachdem, wann ihr dieses Video sehen solltet, läuft das auch noch. Also das ganze Projekt wird wahrscheinlich noch bis in den Sommer 2024 reinlaufen. Falls ihr auf diese Videos jetzt später gestoßen sein solltet, ich meine, ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen bei meinen Streams. Finde ich, lohnt sich auch so immer. twitch.tv/speckobst. Aber ansonsten könnt ihr das Ganze zumindest immer auf dem Stream-Archive-Kanal nachschlagen. Ich habe diese Playliste auch hier unten in der Beschreibung verlinkt. Aber ich finde zunächst ich will nicht sagen wichtigste, ich will jetzt keine Aufgabe geben. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann guckt das nächste Video oder, keine Ahnung, geht schlafen, ihr seid jetzt fertig mit der Hausarbeit, macht irgendwas Sinnvolleres mit eurem Leben, ist vollkommen fein. Aber mich würde jetzt interessieren, was eure Meinung zu dem Spiel ist. Ne? Natürlich auch zu den Sachen, die ich gesagt habe, zu den Argumenten, die ich gebracht habe, den Punkten, den Eindrücken, die ich hatte. Da könnt ihr gerne eure Meinung auch wiedergeben, das finde ich immer sehr interessant. Aber allgemein, was haltet ihr von Resident Evil 7? Ne? Vielleicht auch genau wie ich,
euch. Was war damals, falls ihr es relativ zeitnah zum Start oder zumindest vor ein paar Jahren gespielt haben solltet, was war so eure Meinung damals und falls ihr es dann auch nochmal, wie ich jetzt, reevaluieren konntet, im Kontext der restlichen Spiele, die auch rausgekommen sind, ne, gerade auch einen Village oder die Remake-Teile, wie ihr das dann nochmal fandet. Also das würde mich wirklich sehr, 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 sehr interessieren und ich hoffe, das Video hat euch dann auch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also ich dachte, ich würde wesentlich weniger über das Spiel nochmal reden. Ich weiß, das sage ich gefühlt immer. Ich bin die Person, die unendlich reden kann. Ich habe einen wöchentlichen Podcast, den Speckcast, der teilweise 3 bis 4 Stunden geht. Aber dennoch habe ich nicht damit gerechnet, dass es so viel aus mir rauskommen wollte zu diesem ganzen Spiel. Ich hatte, glaube ich, das aus dem Kopf heraus chronologisch das ganze Ding einmal durchgehen können, jede Szene, um sie separat zu besprechen. Ich merke einfach nur, wie viel mir die Serie bedeutet, wie viel ich daran Spaß habe. Auch wenn es ein Spiel ist, was letztendlich für mich eine 5 oder 6 von 10 ist und in diesem finalen Ranking nicht besonders hoch aufplatziert sein wird, aber auch nicht ganz, ganz unten. Da werden garantiert einige Titel noch weiter darunter landen. Aber mir macht es trotzdem Spaß. Ich hatte trotzdem auch eine Riesenfreude, das nochmal durchzuspielen und es macht mir auch richtig, richtig Spaß, diese Titel zu besprechen und auch wenn ich mich hier oftmals auf die Fehler fokussiert habe, dann mache ich das nicht, weil ich da irgendwie so diesen riesen Hass drauf habe, sondern weil ich es unfassbar interessant finde, darüber nachzudenken und darüber auch zu sprechen und ich finde es auch genauso interessant, dann eure Meinungen zu dieser Reihe zu lesen. In dem Fall dann bitte versucht es aus, es geht um Vergleiche, wie ich das gemacht habe. Versucht es auf den 7. Teil zu fokussieren, weil in den kommenden Wochen, ich versuche das jetzt wirklich Anfang jeder Woche, immer eine neue Review zu den Resident Evil Spielen rauskommt, in der Reihenfolge, wie ich sie auch in den Streams spiele. Das heißt, die nächste Review ist dann Resident Evil Gaiden, das erste Spin-off war Survivor auf der Playstation. Das werde ich auch noch spielen, sogar mit einer Lightgun, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Habe ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht gemacht. Resident Evil Gaiden habe ich schon durchgespielt. Freut euch drauf, das wird eine sehr interessante Besprechung. Es ist auch ein sehr interessantes Spiel und jetzt lasse ich euch aber in Ruhe. Ne? Schreibt gerne einen Kommentar oder ansonsten schaut euch die Stream-Aufzeichnung an, die weiteren Videos, falls sie schon fertig sein sollten oder irgendwas anderes mit eurem Leben. Vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen, ihr habt es gerade abends zum Einpennen gehört, dann hoffe ich, dass ihr morgen gut rauskommen werdet und wir sehen uns dann irgendwo bei einem anderen Video auf diesem Kanal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.